Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf den Frühling von Kalle, den Ultramapper. Danke Olli. Hab ich von Olli gekriegt. Muss ich ja mal ausprobieren, ne? Oh, mit IC. Was kannst du denn alles? Scheibe da, Scheibe da. Wir müssen walzen. Ja, walzen müssen wir. Ganz dringend. Und, ja, der Svenny hat ja mal ohne euch weitergearbeitet, ne? Alter, nein, da ist gar kein Gang drinnen, du Bienenpflücker. Der hat ja ohne euch weitergearbeitet, ne? Der meinte, er wäre ja ganz schlau, ne? Ja, er hat Ölrettich auf die Wiese gesehen. Ich bin so gut. Nicht. So, wir müssen aber jetzt mal eben walzen. Da walzen, da walzen. Da müssen wir auch noch walzen. Okay, und da eigentlich auch. Obwohl da Ölrettich ist. Shit, ich habe uns mal einen Schlepper gemietet. Habe ich von Olli mitgekriegt. Wusste gar nicht, wo es den gibt, ne? Den wollen wir mal ausprobieren. Ganz ehrlich. Alle spielen ja immer mit. Ich probiere den auch mal aus. Keine Ahnung. Ich probiere ja auch auf der Frühling öfters mal einen Schlepper aus. Seid ihr ja schon bei mir gewohnt, ne? Dann habe ich eben versucht, eine Modliste zu erstellen, ne? Ich habe mir gedacht, machst du Screenshot. Dann kannst du die in Discord hier reinstellen, ne? Läuft auch nicht, ne? Und dann, oh ne, nur die Dinger da raus kopieren aus dem Mod-Ohr, dann geht auch nicht. Alter, weiß ich auch noch nicht. Ich muss mir dann noch was überlegen, aber mehr als 10 Dateien darfst du auch nicht in Discord hochladen, glaube ich. Ist doch alle Müll. Weil da jetzt so eine Modliste mit Links. Das mache ich nicht. Das sage ich gleich. Dafür fehlt mir echt die Zeit. Ich hätte die Bilder mit den Mods reingestellt. Simmer! Läuft der Premium hier, du. Hätte die Bilder da reingestellt, ne? Dann hätte man das lesen können. Hätte man nur bei Tante Google eingeben müssen. Premium. Versteht ihr? Ja, das läuft ja auch wieder richtig gut, ne? Nämlich gar nicht. Ja, Svenny sollte heute aufhören. Aber, ihr kennt ja das leidige Thema. Dann machst du doch wieder mehr, wie du eigentlich willst. Das ist schon ein geiles Moped, wa? Komm, wir machen hier ein Bild. So. So, gib Schubrakete. Du hast doch ordentlich was unter der Haube. Wir haben es eilig. Ich möchte auf den nächsten Ingame-Tag. Ich möchte auch mal vorankommen. Jetzt habe ich schon einen Gang runtergeschaltet, kommt trotzdem nicht auf Drehzahl. Wie ist der denn für ein Gesockse? Hier hätten wir nicht unbedingt walzen müssen, kriegen wir den nächsten Ingame-Tag rum. Flügen wir eben unter, dann sehen wir auch, wie viel Stickstoff Ölrettich bringt. Hat ja auch einen Vorteil. Wir haben es mal getestet. Ne? Ja. Ich mach gleich Feierabend. Ich habe kein Lust mehr. Immer ist irgendwas, was schief geht. Ne? Ja, ist Leasingkarre, ist Logo. Können nicht alle Schlepper kaufen. Nehmen wir Onboy. Und die rutscht aber, wa? Ich wollte eigentlich die ganz große ausprobieren, aber dann wäre ich ja nirgendwo hier mit hingekommen. Außerdem war die nicht aktiviert. Muss ich auf dem Marsch ausprobieren. Aber ab und zu muss man auch mal Schlepper testen, ne? Und so habt ihr mal Abwechslung, was Schlepper angeht. Ist zumindest meine Denkensweise dann dahinter. Dass man nicht immer dasselbe sieht. Oh, der ist aber wendig. Nicht. Oh, hoffentlich war das eine gute Idee, was ich hier fabriziere. Ich glaube nämlich nicht. Weil in die Spur komme ich ja jetzt auch nicht rein. Na dann. Kannst du auch mit dem Panzer fahren, glaube ich. Alter, nein!
Die Kabel ist schon da, ne? 8K-Kabel. Ich wusste gar nicht, dass es 8K gibt für den neuen Monitor, ne? Das ist schon da. Kriege hier auch mächtig ein Platzproblem auf meinem Schreibtisch mit zwei 32 Zoll Monitoren, ey. Das fiel noch ein Drama. Oh Mann, ey, Svenny, hoffentlich hat sie das auch alles so gut überlegt, du. Kabel ist da. Das hab ich schon mal. Oh, ist nicht schlecht, ne? Ja, genau so kenne ich den Schalthebel auch. So war der bei uns auf dem 612er auch in der Lehre. Da musstest du dich immer so nach vorne beugen, wenn du schalten wolltest. War nicht immer so prickelinski. Aber ging er auch, ne? Tür? Geh nach außen auf. Ja, genau so ging die auch auf. Das war nicht, war ein Vorteil, ne? Konntest nicht abfahren. Hallo, wir müssen ja auch gucken, wo wir langwalzen. Oh, nee. Das war gar nicht günstig. Geht die jetzt nicht mehr zu, oder was? Tatsächlich, die geht nicht mehr zu. Dann bleib auf. Mich doch egal. Wenn die nicht mehr zu will, bleibt die auf. Ich sehe hier auch alles, ne? Nämlich nicht. Da müssen wir auf jeden Fall lang. So, geh doch mal wieder zu. Was bist du denn für eine Tür? Ja, hier müssen wir aber eben nochmal lang fahren, ne? Da haben wir nämlich nicht alles getroffen. Hier so. Das ist, wenn du 35.000 Sachen gleichzeitig machen willst. So einen habe ich in Real Life gesehen, ne? So ein Nasenbär. Das ist aber auch schon über 20 Jahre her. Da waren wir auf Studienfahrt in Schleswig-Holstein. Das war die Abschlussfahrt von der Schule, als ich meinen staatlich geprüften gemacht habe. Da waren wir eine Woche in Schleswig-Holstein beim Lohnunternehmer. Der hatte so einen wirklich noch in Rehlager. Aber das ist schon 20 Jahre her. Fendt Nasenbär. Der hatte so einen. Das war auch ein Lohnunternehmen, ey. Da stand ein Fendt noch einen anderen. Und das war doch da, wo ich in Hamburg so versackt bin. Ja, Svenny hat Party auf der Reeperbahn gemacht. Einmal und nie wieder. Svenny war schon früher ein schlimmer Finger, ne? Wie ich heute in Unschuldslom gehen. Party auf der Reeperbahn. Müsst ihr mal mitgemacht haben, ne? Guck mal, die Ecke aber auch gleich fertig, ne? Läuft! Aber die Wendigkeit ist ja unschlagbar. Nicht. So, geht die Tür jetzt wieder zu? Tatsache. War ja nicht schlecht, ne? Tür ist wieder zu. Rennen tut er ja, ne? Du kannst ja nichts gegen sorgen. Walz ist eingeklappt. Langsam. Oh, blinken geht auch. Kupplungstag. Korrekt. Läuft der Hobel. So, wir müssen aber da lang. Hier ist schon wieder Schleichwerbung, ne? Also, Joints, ihr müsst der Koller aber mal richtig einen raushauen, ne? Dann macht er ja nicht umsonst für euch. Ne? Der Koller hat gesagt, wir machen 50-50. Nein, hat er nicht gesagt.
Nicht, dass ihr das noch glaubt. Ne, hier Joinster. Das geht nicht. Müsst ihr Kalle für Kohle zahlen, dass ihr hier Werbung auf seiner Map macht? Wenn da mal einer einen bei Joints kennt, ey, das ist nicht richtig. Was die hier veranstalten. Ich hab noch nichts davon gekriegt, dass ich jetzt hier für Joints Werbung mache, ne? Dass die das einfach so dürfen, das verstehe ich immer noch nicht. Wahrscheinlich haben die Sonderrecht oder so, ich weiß ja auch nicht. So, Abflug hier. Damit wir echt auf den nächsten Ingame-Tag gehen. Ich hab gedacht, wir können mit den Kartoffelkissen machen, ne? Aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht erst anfangen. Nee. Dafür ist der zu wendig. Das brauchst du gar nicht erst anfangen. Das kannst du mir knicken. Ich glaube, wir müssen auch noch Kühe füttern gleich eben, ne? Ja, ja, ja. Sollten wir vielleicht noch erledigen. Das sollten wir gleich eben noch erledigen, ne? Ja, und der Scheck, ne, für die Werbung, liebe Giants, Leute, der geht an Kalle, ne? 10.000 Glocken. Von wegen erstmal nicht fragen und so, ne? Haben wir uns drauf geeinigt. Ich darf das sagen, hat Kalle gesagt. Um euch zu ärgern. So 10k haben wir ausgemacht, ne? Damit der Kalle in die Karibik kann. Wir wollen noch den Rest von den Memoiren schreiben, liebes Giants-Team. Also 10k. Dann fahre ich da auch mal öfter lang. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Ich finde das immer noch eine Frechheit. Oh. Ich komme hier wieder an die falsche Verkabelung, ne? Jetzt so. So, Abflug hier. Oh, 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 Pflasterung auf der Brücke. Und so brackeln kannst du denn mit, das läuft wohl. Das ist jetzt schon mal ein gutes Moped. Wenn du mal heizen kannst, dann bin ich ja schon Premium zufrieden, ne? Der den Sound von dem Sechser, ne? Den wir auch da, oder den wir auf der Talbauer fahren, ne? Jetzt müssen wir eben gucken, ob meins Piepemetzen auch alle gut geht, ne? Da müssen wir noch im Dunkeln mal gucken, ob das auch so passt, ne? Von wegen Licht und Einflugschneise und so. Ja, ich glaube wohl. Weil ich bin ja gut zu Vögeln. Hat der Olli gesagt, ne? Zu den Piepemetzen, ne? Nix anderes. Ich weiß ja nicht, was ihr denkt, aber wir reden vom Piepemetze. Von der Amsel und der Drossel und der Fing. Ja, und den Stor. Und der Bachstelze. Und wie sie alle heißen. Und nichts anderes. Und wir hätten Außenansicht fahren müssen, ne? Ich seh das gar nicht. Schon die dritte Wiese. Ja, die zweite eigentlich, aber die dritte Fläche, ne? Wird ja rutziputzi. Dann den Kühe füttern. Und dann gehen wir auf den nächsten Ingame-Tag, ne? Schafe brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Aber unsere Mädels, die brauchen, glaube ich, noch so ein Schlafffutter.
Dann müsste man nämlich rein theoretisch so gut wie alles erledigt haben, was so anstand. Oh, jetzt muss er knurren, wa? Kein Bock mehr, oder was? Das ist auch nix. Oh, der hat gelbe Funzeln, oder was? Cool. Das ist ja noch weniger. Der gelbe ist nicht cool. Hier waren wir schon. Siehst du? Da. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Muss ich ja nahtlos anerkennen. Ist feines, feines Moped. Ganz ehrlich sagen, dann mal Laune. Ja, hier so lang. Der läuft. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr von diesem ganzen Chaos und hin und weg und hast du nicht gesehen, verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!